Seit gestern Abend 21 Uhr ist der Hallesche Hauptbahnhof komplett gesperrt. Eine Woche lang bis nächsten Montag 4 Uhr. Und normalerweise braucht man vom Hauptbahnhof Halle zum Hauptbahnhof Leipzig zwischen 27 und 37 Minuten. Wie das jetzt mit Schienenersatzverkehr aussieht, das teste ich heute mal. Kein Zugverkehr. Bitte benutzen Sie den Schienenersatzverkehr. Normalerweise ist hier in der Bahnhofshalle jeden Morgen großes Gewusel angesagt. Heute dagegen finden nur wenige den Weg hierher. Die meisten warten bereits am Busbahnhof, dort, wo auch der Schienenersatzverkehr abfährt. Eigentlich, denn der Bus nach Leipzig lässt bereits auf sich warten. Mein einer Bus ist jetzt schon, der kommt einfach gar nicht. Und der andere, der da kommen sollte, ist auch schon zu spät. Also man muss sehr viel Geduld haben, sehr viel Kraft. Aber ich bin froh, dass meine Arbeitgeber relativ entspannt sind und nicht dadurch, also da ist es nicht so schlimm. Ich schaue einfach heute mal, wie es funktioniert. Und sonst muss ich mich entscheiden, eben auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, wie zum Beispiel das Auto. Ja. Ich habe davor bei der Bahn gearbeitet und ich bin das eigentlich ganz gut gewohnt. Ja, na, muss ich halt ja aufstehen, ist halt so. Also es muss gemacht werden. Der Bahnhof war marode. Jeder jammert rum, wenn alles kaputt ist, aber gemacht werden muss es ja. Also da gibt's, deswegen brauche ich mich nicht beschweren eigentlich. Nur halt hinnehmen, ne? Also noch geht's. Also mal gucken, wenn es pünktlich läuft, ist alles gut. Schauen wir mal. Heute Abend weiß ich mehr. Noch gibt es also Verständnis seitens der Reisenden. Der Bus nach Leipzig ist jetzt gerade angekommen, also zum Flughafen Leipzig. Da muss ich dann wieder umsteigen und mittlerweile hat er schon 19 Minuten Verspätung. Zwei Busse werden nach Leipzig eingesetzt. Die Plätze sind eng kalkuliert, doch stehen muss auf unserer Tour zumindest niemand. Ich habe neben Patrick Platz genommen. Er pendelt täglich nach Leipzig und arbeitet dort am Hauptbahnhof. Dass er nun jeden Morgen länger unterwegs ist, nimmt er gelassen hin. Es wird die größte Zeit, dass da was passiert am Hauptbahnhof in Halle. Alles, was jetzt passiert, ist ja alles irgendwann für die Zukunft mal, dass alles dann später mal noch schneller fährt und pünktlicher fahren kann. Glücklicherweise haben wir stadtauswärts und auf der A14 keinen Stau. Heißt also, wir lassen nicht noch mehr Zeit auf der Strecke. Und eigentlich hätten wir am Flughafen gut 30 Minuten Wartezeit gehabt. Das lässt mich hoffen. 24 Minuten haben wir jetzt gebraucht vom Halleschen Bahnhof bis hier zum Flughafen Leipzig-Halle. Ein paar Minuten habe ich noch Zeit zum Umsteigen. Von dem her gehe ich davon aus, dass ich die Bahn zum Hauptbahnhof Leipzig noch bekommen werde. Einmal eine Etage tiefer und da wartet schon die S-Bahn. Also noch einmal Glück gehabt, ansonsten hätte ich weitere 35 Minuten warten müssen. 30.000 Reisende passieren täglich den Hauptbahnhof Halle. Der Fernverkehr wird diese Woche weiträumig umgeleitet. Für alle anderen Verbindungen gilt der Schienenersatzverkehr. Laut Aussage der Bahn soll man aktuell 30 bis 45 Minuten mehr einplanen. Die haben wir, als ich in Leipzig ankomme, bereits überschritten. 9.10 Uhr ist es. Wir sind in Leipzig am Hauptbahnhof angekommen. 1 Stunde 20 hat es insgesamt gedauert. Das heißt, rund 53 Minuten mehr als normalerweise.